Leute, wir sind zurück. Pokémon Karmesin, die türkisgrüne Maske. Wir haben jetzt Ogerpon bei uns und haben letztes Mal hier aufgehört. Ogerpon läuft neben uns rum und freut sich. Wir werden uns jetzt eins dieser Kilias hier schnappen. Die warten hier schon so entzückt auf uns. Hoffentlich töten wir Kilia nicht. Kilia sollte eine relativ hohe Spätzdef haben. Das heißt, es sollte nicht sterben, wenn wir es angreifen mit einem Energieball. Train wieder mal am Scheiße labern, Alter. Oh. Ja, gut. Gut, das stirbt zu 100%. Wir versuchen es so zu fangen. Der hat keine Wirkung, wir sind Unlichttyp, Brudi. Keine Chance. Yes! Damit haben wir Kirlia, ja? Nice. Finde ich gut. Seine Psychokräfte erlauben es ihm, den Raum um sich selbst zu verformen und so in die Zukunft zu sehen. Tja, nur leider können wir keine Pokémon verstehen. Dann könntest du mir bestimmt sagen, wie die nächsten Lottozahlen sind. Im Pokédex warten... Was ist das eigentlich? So, im Pokédex warten neue... Wo ist denn der Pokédex? Hä? Da, Pokédex. Belohnungen. Da, X. Ach komm, vergesst. Och Mann! Ich drücke immer die falsche Taste. Okay, nice. Da komme ich leider nicht weiter. Das ist schade. Und wie sieht's hier aus? Oh nein! Ach Mann. Das ist so schlecht. Kitakami Pokédex. Wir kommen leider im Moment nicht weiter. Ach, schade. So, oh Gott. So, aber das ist der gesamte Pokédex, den wir im Moment jetzt haben. In einer App. Ich fand, dass man damals für den Pokédex noch ein Gerät bekommen hat, das fand ich cooler. Jetzt haben wir halt eine scheiß App dafür. Das ist halt richtig awesome. Und dann haben wir hier noch den Kitakami-Dex. Wo wir auch einen Haufen rote Ausrufezeichen haben. Und danach geht's weiter. Wir wollen noch den Jungen besiegen und wir haben ein Mamfaxo gesehen, das wir noch nicht haben. Ha, glaube ich zumindestens. Wir sollten das Teil auf jeden Fall nicht töten, Alter. Oh, wenn ich angreife, stirbt es. So oder so. Also schmeißen wir einfach den Hyperball. Der hat sich gerade auf plus 6 geboostet. Ne, ich will das nur mal so sagen. Der wird uns wegvernichten, wenn er zum Angriff kommt. Aber wir haben ihn gefangen. Sehr gut. Hat dir nichts gebracht, Brudi? Pech gehabt. Es braucht eine tägliche Nahrungsmenge, die seinem Körpergewicht entspricht. Der Geschmack ist ihm dabei egal. Also kannst du ihn auch mit Müll vollstopfen. Okay, nice. Sehr gut. Da ist eine Höhle und ich habe eine schlimme Befürchtung, was da drin sein könnte. Oh, bitte nicht. So, wer bist du denn? Let's go. Ich rede nicht mit Leuten, die ich nicht kenne. Du hast doch gerade... Fest, Junge Katsuki fordert dich heraus. Ein Mankey. Dann hau mal den Energieball raus, der sollte reichen. Tja.
Sind wir nach dem Kampf jetzt Freunde? Ja, eher nicht, Brudi. Aber ich würde gerne mal was machen. Wir verabschieden uns mal von Delphus. Das war die Himmelbox. So, und... Ja, bitte. Koraidon müssen wir noch ein bisschen leveln. Zum Glück haben wir dafür ja Sonderbonbons. Bis auf Level 75 können wir das Teil machen. Das heißt, 7 Level hoch. Koraidon versucht, Konter zu erlernen. Nee, nein. So, wir gucken aber mal, was für Attacken Koraidon kann. Ach so. Genau hier. Der kann Drachenklaue, ne? Awesome. Wir bringen ihn auf jeden Fall Drachenklaue bei. Der Anwender wechselt seine Form, während er sich in den Boden stürzt und verursacht eine riesige Urexplosion. Ist die Attacke sehr effektiv, steigt ihre Stärke noch mehr. Nehmen wir Flammenwurf dafür. Auch Flammenwurf ist zwar cool, aber Flammenwurf kriegt nicht mal den Stab. So, und dann gucken wir mal. Was hat er denn noch? Angriffswert könnten wir senken. Ableithieb. Ableithieb ist natürlich geil, ne? Antikraft wäre auch awesome, aber wir haben hier auch noch Terra-Ausbruch. Ausdauer brauchen wir nicht. So, das sieht doch gut aus. Perfekt. Dann werden wir ein bisschen Koraidon im Kampf jetzt benutzen. Ich bin sehr gespannt, was Koraidon reißen wird. Oh, ernsthaft? Aber man muss aufpassen, dass ich nicht auf Plus gehe. Weil Koraidon wechselt leider nicht automatisch in die Kampfform. Oh, das ist blöd, Alter. Das zackt ja richtig übel. Bitte lass es... Oh, Glück gehabt. Ja, wir haben Glück gehabt. Kein Maskonis. Haben wir ein Gladiantri schon? Das würde mich interessieren. Ich meine nicht, ne? Nein, haben wir nicht. Oh, komm. War ja klar. Ja, und was hat dir das ge... Ach, egal, Budi. Sehr schön. Damit haben wir das. Furchtlos stellt es sich selbst starken Gegnern. Im Ernstfall hält es sich an ihnen fest und sticht mit vielen Klingen an seinem Körper zu. Und sticht mit seinen vielen Klingen an seinem Körper zu wahrscheinlich. Ich kann nur wieder mal nicht lesen. Ihr wisst schon Bescheid. Das finde ich übrigens ein nettes Detail, wenn unser Charakter aus der Höhle geht, dass er sich so vor dem Sonnenlicht schützt. Nett gemacht.
So, dann müssen wir Koraidon einmal wieder als Reittier benutzen. Wenn ein Trainer kommt, dürfen wir nicht vergessen, ihn in die Angriffsform zu wechseln. Das würde ich mir wünschen, dass wenn man einen Platz frei hat und von Koraidon absteigt, dass das automatisch passiert. Magnaien. Du überlebst leider keinen fucking Angriff, ne? Egal, was wir machen. Du stirbst halt einfach. Tja, das war easy. Wir sind ja gerade nur dabei, Pokémon zu fangen, ne? Awesome. Das gehört leider mit. Also, wenn ich Pokémon normal spiele, gehört das absolut dazu. Also, wundert euch nicht. Diese Pokémon folgen treu den Befehlen ihres Anführers. Haben sie Beute im Visier, lassen sie diese dank perfektem Teamwork nie entwischen. Krasse Dudes. Nein. Och, scheiße. Jetzt wird der automatisch in mein Team aufgenommen, ne? Oh. Ja, kacke. Unser Pokémon wechselt halt leider auch tatsächlich nicht alleine in die Angriffsform. Das ist so dumm, ne? Das ist so krass dämlich. Gut, dann wollen wir aber mal ein bisschen in der Story weitermachen. Wir haben genug Pokémon hier, denke ich, gefangen. Solange wir keinen Maskonis treffen, ist alles gut. Dann lasst uns mal auf die Karte gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Ach, nach Midoriya sollen wir, ne? Ja. Los, Ogapon, wir gehen, Brudi. Das wird noch richtig witzig werden, schwöre ich. Alter, ich liebe dieses Spiel, ne? Huch, was hast du denn, Ogapon? Bestimmt möchte es nicht ins Dorf. Kein Wunder, nachdem die Dorfbewohner es damals von dir vertrieben haben. Stimmt, da hast du recht. Na gut, dann wartet Ogapon eben hier auf uns. Wir drei können ja auch im Alleingang Informationen zusammentragen. Meinst du, es kommt klar damit, hier kurz allein zu sein? Mal sehen. Ogapon, pass gut auf. Ich fasse das mal für dich verständlich zusammen. Wir, Ponpon ins Dorf. Du, hier bleiben. Nicht beweg, Pon. Kapiert? Alles Pon? Es hat keine Ahnung, das war klar. Das hat wohl nicht funktioniert. Bleib brav hier, bis wir zurück sind. Das hat es wohl verstanden. Wollt ihr mich veräppeln? Dabei habe ich mir mit meiner Erklärung so viel Mühe gegeben. Tja, bei Pokémon ist wichtig, Gefühle zu übermitteln. Gefühle. So wird das nichts, wenn du einfach nur Pon sagst. Ogapon wartet da hinten. Sehr gut. Und wir gucken uns ein bisschen um. Amnesie, ich greife einfach durch den... Ach, egal. Ich hab's ja schon mal gesagt, ich liebe dieses Spiel einfach. Ich möchte gerne ein paar Bälle kaufen, weil mir gehen die Hyperbälle irgendwann sonst aus. Ich hab's verkackt, ne? Ich hab zwei Bälle zu wenig gekauft. Ach komm. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so ein scheiß Mongo. Hat die auch Flottbälle? Oh yes, hat sie. So, weil ein Flottball lohnt sich nur in der ersten Runde. Das heißt, wir haben 50 Pokémon, die wir versuchen können, damit zu fangen. Easy. So, dann gucken wir mal. Wir fragen uns einfach durch, bis wir jemanden finden, der die drei Gefährten gesehen hat. Wenn wir fertig sind, treffen wir uns wieder. Ja, das ist super. Das ist eine gute Idee. Ich habe die drei Gefährten beim Kulturzentrum gesehen. Sie haben jede Menge Kitakami-Monchi in sich reingestopft. Da waren wir schon. Ich
kann mir vorstellen, mit wem wir reden müssen, ne? Ach nee, hier. Erst dachte ich, da würde ein Mensch auf dem Boden liegen, aber es war Benezaru, das sich gerade ein Mittagsschläfchen gegönnt hat. Kein Wunder, am Teich schläft es sich bestimmt sehr gut. Du hast einen Hinweis zu den drei Gefährten erhalten. Ich dachte, wir müssten zuerst zu ihr her. Aber dann doch nicht. So, hier vielleicht? Sag mal, findest du nicht auch, dass wir das verliebteste Pärchen überhaupt sind? Na klar, ich wette, es gibt nicht einmal Pokémon, die so unzertrennlich sind wie wir. Nicht wahr? Oh, du da. Wenn du zufällig ein Pokémon-Pärchen findest, das genauso verliebt ist wie mein Schatz und ich, würdest du es uns bitte zeigen? Ich bezweifle aber stark, dass es eins gibt. Ahahaha. Nein, würde ich nicht sagen. Ist mir egal. Boninu. Ich habe Boninu von den drei Gefährten gesehen. Mit seinem herrlichen lila Schal war es auf der Paradiesebene unverkennbar. Sehr gut, ein Hinweis fehlt noch. So, dann wissen wir schon mal, wo die drei Gefährten sind. Aber sonst ist hier niemand. Weißt du was? Bonino, hä? Das echte Bonino ist gar nicht so grün wie die Maske. Ach, wirklich? Danke, Brudi. Wisst ihr, Leutchen, vielleicht hier irgendwas? Nee. Kann ich hier rein? Das wäre... Schade. Benezaru hatten wir schon. Da müssen wir wohl hochlatschen. Irgendwo weiter hier werden wir schon was finden. Weiß Opi vielleicht irgendwas, wenn wir denn hin könnten? Nee, leider nicht. Und rein in sein Haus können wir auch nicht. Ach, shit. Shit happens. Kacke. Und der ist gerade einfach wieder hier hinten gespawnt, ne? Dann müssen wir wohl rein ins Kulturzentrum. Hm. Ach nee, hier. Beatori. Ich habe Beatori zum Oniyama fliegen sehen. Es war unglaublich schnell. Du hast einige Hinweise zu den drei Gefährten gesammelt. Zeit für eine Lagebesprechung. Da sind wir wieder, Ogapon. Okay, dann lasst mal hören, was ihr zwei in Erfahrung gebracht habt. Du zuerst, Jo. Also, ich habe gehört, dass... Aha, verstehe. Dank eurer Infos sollten wir jetzt genug wissen, um alle drei Gefährten aufspüren zu können. Was hast du rausgefunden? Ich? Nee, solche Laufburschenarbeit ist nichts für eine Anführerin. Außerdem, wenn ich die Leute anspreche, gucken sie eh nur nervös weg. Ich bin einfach zu hübsch für diese Welt. Damit wir die Infos über die drei Gefährten nicht vergessen, werde ich sie in deinem Smart-Rotom speichern, Trainer. Eigentlich sollte ich die Anführerin sein. Du bist halt einfach nutzlos, Hanna. Die Aufenthaltsorte der drei Gefährten wurden auf deiner Karte eingetragen. Also dann, holen wir uns die Masken des Oni zurück. Los geht's! Ich komm nicht mit. Hä? Warum? Du gehörst zum Team. Da kannst du uns doch nicht einfach hängen lassen. Es reicht doch, wenn Trainer dabei ist. Dann fühlt der Oni sich bestimmt sicher. Ich hab was zu erledigen. Sorry. Schmollt er jetzt schon wieder oder was? Egal, ich kann ihn ja schlecht zu seinem Glück zwingen. Machen wir halt zu zweit weiter. Du darfst entscheiden, wohin wir zuerst aufbrechen. Keine Sorge, Ogapon. Wir werden all deine Masken zurückholen. Verlass dich drauf. Gut, dann müssen wir mal gucken. Ich soll den Zielort festlegen. Ja, das war nix, ne? Wir machen ihn zuerst. Wir gehen zuerst hier hin. Das hat auch einen guten Grund. Weil wir ihn schon gemacht haben und...
ich sonst keine Ideen fürs Thumbnail habe, also muss mir jetzt schon was aus den Fingern saugen. Deswegen machen wir ihn zuerst, da wir ihn schon hatten. Die anderen beiden, dann habe ich wenigstens für die anderen Thumbnails zwei andere Sachen. Oh, geil. So, reiten wir dahin. Und werden ihn zuerst machen. Naja, vielleicht kann ich ihn ja ausschneiden, wenn er die Maske trägt oder sowas. Das werden wir gleich herausfinden. Solange wir nicht wieder einen dieser dämlichen Maskonis treffen, ist mir alles recht, Alter. So. Mysterienfelder, hier waren wir eben schon. Wir sind eben von hier gekommen. Lol, okay. So, jetzt muss ich eins tun. Ja, bitte. So, wir werden unser Koraidon jetzt mal ausprobieren. Haben wir die schon? Orichalkompuls. Koriogel haben wir noch nicht. Drachenklaue. Hoffentlich stirbt er nicht. Danke, Koraidon. Das hast du gut gemacht. Läuft bei dir. Woo! Koriogel gefangen. Easy. Dieses Koriogel hat purpurnen Nektar geschlürft. Mit anmutigen Tanzschritten beschwört es die Seelen Verstorbener. Alter, Pokémon wird langsam auch zu so einem magischen Spiel, ne? Man kann also jetzt schon Verstorbene beschwören. Finde ich sehr gut. Gut, weiter geht's. Alter, dieser Lappen ist riesig geworden, ne? Das ist nicht gut. Hey, da ist dieser Wichtigtour. Schau dir seinen riesigen Kopf an. Das muss Benesaru sein. Hey, geht es nur mir so oder ist es größer geworden? Verpassen wir ihm einen gehörigen Denkzettel-Trainer. Na dann los. Ja, scheiße, ich hab mal... Nein! Shit! Ob sein blaues Gesicht wohl rot anläuft, wenn wir ihm eine beschämende Niederlage bereiten? Na, hoffentlich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Immer weiter so. Alter Bruder. Gut, wir dürfen jetzt nicht vergessen, unser Koraidon hat keinerlei EVs. Der Ableit-Hit hat uns ein 20 KP gegeben. Das heißt, wir haben ihn um bei 40 abgezogen. Elektro ist sehr effektiv. Jetzt kennen wir seine Schwachstelle. Diese Attacke setzen wir ein, bis es besiegt ist. Außer er tötet dich gleich, ne? Abwarten. Oh, oh. Das ist nicht gut. Er ist auf +4, Alter. Terra-Ausbruch. Alter, scheiße. Ohne die Terra-Kristallisierung sind wir am Arsch, ne? Und das ist das Ende für unsere beiden Pokémon.
Man darf nämlich eines nicht vergessen, der ist auf plus 4, Alter. Ein Fatalicha. Sind Unlichtattacken sehr effektiv auf den? Tschüss, Pikachu. Nein, Fatalicha! Oh nö! Ja, das hilft uns gar nicht. Intimidate ist zwar super strong, aber das hilft uns hier nicht. Pikachu, du bist useless. Verzieh dich mal. Und Lichtattacken sind tatsächlich sehr effektiv. Der ist auf plus 6, ne? Alles, was er an Spezialattacken einsetzt, tötet uns jetzt. Ist egal was. Das war's. Alter. Das hast du jetzt davon. Oh, schau mal da. Es hat eine Maske verloren. Damit hätten wir die erste Maske zurückgeholt. Sehr schön. Brunnenmaske zurückgeholt. Süß, wie es sich freut. Wir zwei geben ein erstaunlich gutes Team ab. Findest du nicht auch? Das habe ich mir schon am Kristallsee gedacht. Also dann, bringen wir auch die restlichen zwei Masken ihrem rechtmäßigen Besitzer zurück. Schade, dass es unser Oh, Korai hat uns wiederbelebt worden. Nice. Chillig. Oh. Marmolida haben wir noch gar nicht. Das müsste doch Marmolida sein, ne? Ich liebe es einfach... Nee, Matrifol, ich bin ein Idiot. Ich liebe es halt einfach, wie Koraidon in der Luft steht und sein einer Fuß... Geil, Alter. Ableitip, ich hoffe, das tötet das nicht. War klar, weil es nicht sehr effektiv ist. Sehr schön. Ich glaube, das Ding will mich zerficken, ne? Aber richtig hart. Wir versuchen ihn zu fangen, sonst sterben wir. Super. Hexablager, Alter. Toll. Dankeschön. Hat er gar nichts gebracht? Ist mir scheißegal, Alter. Wir haben es gefangen, sehr gut. Dieses sanftmütige Pokémon hat einen starken Beschützerinstinkt. Ein Hieb seiner scharfen Blattarme genügt, um riesige Bäume zweizuteilen. Tja, man sollte sich also nicht mit ihm anlegen. Damit haben wir Stravickel, Folikon und Matrifol, die gesamte Entwicklungsreihe. Finde ich gut. So, jetzt ist die Frage. So, Pikachu ist jetzt ganz oben. Wir werden uns schon mal aufmachen zum nächsten Zielort. Ich darf mir ja jetzt schon was aus den Fingern saugen. Das wird richtig gut. Machen wir den Vogel zuerst. Weil dann können wir zum Kristallsee schon mal hinfliegen. So, wenn wir den Vogel dann gefangen haben, müssen wir den nächsten Part irgendwie eine halbe Stunde rumkriegen. Das wird ganz witzig werden. Wir gucken aber mal. Das heißt, wir speichern wieder mal hier. Gut.
Leute, ich werde den Part an dieser Stelle aber beenden. Im nächsten Part machen wir hier weiter. Wir werden keinen Smogon fangen oder so einen Scheiß, Alter. Damit er wieder in unser Face explodieren kann. Gucken wir mal. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Pokémon-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!